Also, achso, was sind wir denn hier? Der schleppende Gang, der sollte natürlich nicht so sein. Der feminine Gang? Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder. Euer Krisio. Ey, yo. Digga, läuft bei dir. So übertrieben. Mach den Schleppen. Stramm, stramm, stramm. Na gut, weil du es bist. Und was war das andere? Was? Das rechts neben dem Turm, Dingsbums. Guck mal, jetzt ist... Hä? Achso, doch. Das ja, sind die Beziehungen, das sind die Beziehungen. Achso. Ja, gut. Dann viel Spaß, tob dich aus, keine Ahnung. Magst du mir die Cola reichen? Dunkle Brause. Wo sind wir? Nein, ich darf nur nicht Coca-Cola sagen. Lava. Mora, hey, you both are. Lampima, Ruskin. Frida Boo. Fletzer. Lornset. Yasena, Jneborf. One Genie, Leray. One Genie, Leray. Ich bin dafür, dass wir drei Charaktere erstellen. Den letzten zusammen. Aber den dann ein bisschen individuell, um ihn so zu nennen. Batisa Wallake. Sepoma Wabossi. Jo, Taille ging nicht mehr, wa? Amy. Nein, stopp. So kompliziert, wa? Brauchst du eine Tastatur? Nö, wa? Nee. Wieso hängt die denn so? Kannst nach oben pushen. Jo. Ich bin dafür, dass ich danach auch nochmal eine Frau erstelle, wa? Ist klar. So. Das ist so unförmig. Naja. Ich gesagt, dass du die so lassen musst. Was denn? Ich weiß nicht. Dann kannst du auseinanderziehen und zusammendrücken. Oh! Ach so? Mach mal den Arm da. Warte mal, ich muss dir mal ganz kurz hier. Warte. Ja, ja, Unterwäsche, ich weiß schon. Ja. Ich muss die mal hier sehen, so. Du hast sie gerade nackt. Mein Schatz. Du hast sie gerade eben komplett nackt ausgezogen gehabt. Du hast sie nicht? Was? Man sieht da unten sogar gewisse Abzeichnungen bei der Hose, das ist dir klar, nicht? So, auch da! Achso, hier können wir los. Ich bin für einen gesunden Mittelweg. Ja, ich auch. Siehst du? So? Ja, wunderbar. So, krieg mal mich hier. Köpfchen. Ja, immer mit Köpfchen, ne? Mach doch Monobrow oder so. Ah, nicht mit Schwung, ja? Bei Frauen ist das ganz was anderes. Ganz was anderes. Mein Hut, der hat vier Ecken. Naja, das geht. Die Lippen sind ein bisschen schwierig. Du kannst auch auf den Detailbearbeitungsmodus gehen. Da kannst du alles ganz detailliert verändern. Genau. Digga. Jo, Schmollmund. Aber ich will diese blöde Lippe da so runterziehen. Also diese... Nein, eigentlich weiß ich nicht, was du meinst, aber ja. Diese coole da, diese Wölbung-Einmündung. Keks. Ja, dann nimm doch mal so einen Mund und so. Der schon so ist, genau, und einen Doppelklick. Dann musst du die Lippen ja nicht ganz so aufgespritzt lassen.
Wie viele Schönheits-OPs hatte sie hinter sich so? Pi mal Daumen nur. Wieso? Findest du sie nicht hübsch? Doch, aber die Lippen sind ein bisschen aufgespritzt, musst du sagen. Nee. Ui. Ah! Ah! Mach's weg! Mach's weg! Ach so, hier, ne? Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Habe ich schon immer gesagt, dass ich sowas cool finde. Hey, ja, ärgere mich nicht. Als ich gesagt habe, ich mache mir die wieder, dann ist so komisch geguckt. Du wolltest einen Bob machen. Was ist ein Bob? Aber nicht so ein Bob. Du wolltest einen so anderen Bob machen. So ein Bob hatte ich schon mal. So ein Bob? Ja. Das ist kein Bob. Das ist mehr ein Karl. Oder ein Franz. Oder ein Afro. Nein. Sorry. Amy. Nicht so, das ist auch ein Bob. Das ist eine andere ja. Form von einem. So ein Bob meintest du doch. Ah! Mach sie weg, mach sie weg, mach sie weg. Danke. Muss sie dann durch. Ach, meine, sieht man doch wohl hier Volumen und so. Mensch, ihr Frauen erkennt doch gar nichts. Wenn es um Mode geht, muss ich euch immer beraten. Ey, die lernt ja immer auch. Ey, du hast schon mehr an den Brüsten rumgefummelt. Wollte ich nicht. Ups. Ups. Nein, nein, ist gut. Okay. Lassen wir so, oder? Warte, also, die Haare gefallen mir dann nicht so. Ja, die Haare sind auch ein Problem. Du kannst ja auch andere Längen noch machen, ist ja klar nicht. Du bist ja jetzt gerade nicht nach Länge oder so. Doch. Bist du? Ja. Und Zopf ist auch immer schick. Ah! Ach, ich verstehe das, glaube ich. Bist du. Was? Nee, wieso gibt es denn hier manche Frisuren doppelt und dreifach? Gibt's die nicht. Aber gerade eben warst du bei allen Frisuren. Jetzt bist du bei kurz. Kurz. Die Frisur? Die gab's doch auch bei mit? Nein, da warst du bei allen Frisuren. Okay, gut. Hm. Ja, auch nett. Ja, das ist auch schön. Ansprechend. Hallo, wie geht es Ihnen? Ich glaube, ich finde das trotzdem besser. Okay, dann nimmst du das. What? Wartet. Das ist rot? Ich glaube so. Oh, wenn du nicht weißt, welche Farbe es ist, na dann geht's los. Kein Hut? Ohrringe! Ja, jetzt kommen die Klunker. Denk dran, wir sind bei Alltag. Ja. Das hier kann auch passieren, dass ich den in Schnelldurchlauf packe, wenn wir in 3 Stunden noch nicht fertig sind. Nein, das wird alles gesendet. Ich gucke auch mal, wie ich das mit dem Livestream oder so mal hinkriege, weil das kann ich nicht immer alles auf die Festplatte rauf schneiden und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Hübsch. Oh ja, Make-up. Aber es ist jetzt nicht mehr dieses Make-up wie bei Sims 3 von wegen. Nein, es sieht schon qualitativ aus. Ja. Ja. Habe ich nicht immer die richtigen Worte? Oh, Cat Eyes. Tja. Der Modeguru. Ich und Herr Tutorial, wir teilen uns eigentlich einen Kanal, nur ich schreibe halt immer die Texte und er spricht dann, wisst ihr, das ist so. Sie hat grüne Augen, da kann sie eigentlich fast alles tragen. Wo ist eine andere Eisbeute? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Nein, nein. Du kannst auch zurück machen, denk dran, immer dran. Man kann jede Scheiße einzeln machen? Ja, natürlich. Was ist denn daran natürlich? Mach ich doch morgens auch immer. Ja. Wenn du das jeden Morgen bei Sims machst, dann ist vorbei. Dann darfst du nicht mehr mitspielen, so einfach ist das. So, ich guck mir dann mal ein bisschen Sachen auf meinem Handy an, irgendwie Pornos oder so, keine Ahnung. Nein. Oh ja, das ist schön. Wäre eine schlechte Idee, wenn ich mir Pornos angucke, oder? Ja. So. Ach so, sie braucht vielleicht noch was zum Anziehen?
Oder warte mal. Make-up kann ich auch für abends machen, ne? Ja, das ist ein bisschen overdressed für Alltag. Oder? Nein. So, Abendkleidung. Sagen wir nein. Na, da machen wir dein Cat-Eyes. Mein Cat-Eyes? Mit ein bisschen mehr Lidschatten. Mit einer anderen Farbe, so wie die... Da-da-da! Oh, Mann, ist das spannend! Ja, du hast einfach keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von meinem Swag? Du hast keine Ahnung von deinem Leben. Das mit der Hand lassen wir mal ganz schnell, ja, Fräulein? Hast du Angst? Ja, hab ich. Guck mal, ist sie nicht schön? Ja, ist hübsch, muss ich sagen. Ja, ich weiß, ich hab's halt drauf. Ja, beim Sport braucht man nicht so viel. Was so ausgeht, Dings. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt passt mal auf hier. So, das Let's Play wird richtig männlich, wie man schon sieht. Männlich. Also wir rennen nur ins Fitnessstudio mit Crazio Tyson und schon einen Namen überlegt. Noch nicht, gut. Nein. Du etwa? Nein. Hä? Wie Viviona wäre natürlich passend, aber... Ja, wir kennen sie. Ruhig. Ja, das ist... Ach so. Ah, dann brauchst du natürlich blaue Haut oder so. Aha. Ja, ist egal. Mach erstmal hier fertig. Bist du langsam mal mit dem Gesicht fertig? Ja, warte, ich mache jetzt Accessoires für Abend. Ja, warte, habe ich heute schon mal gehört, glaube ich. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier anziehe. So, ich kümmere mir jetzt mal kurz an meinem rum. So. Ihr müsst ja echt hingucken, Mensch. Kleidung. Alltagskleidung hier, ne? Oh, ist das kalt. Ich kann euch so eine Operation echt nicht empfehlen, Leute. Achso, übrigens, das Ersteller ein Sim wird alles eine Folge. Sage ich ein bisschen früh, ich weiß. Wahrscheinlich seht ihr jetzt schon 50 Minuten oder so. Gut. Na, 30 Minuten dürfen schon um sein, einmal. Alter. Hat die Möppis. Ja. Möp. Ich mach sie ein bisschen kleiner. Tu, was du nicht lassen kannst. Es tut weh. So ist doch irgendwie angenehm. Nein, ich wollte doch hier, ich wollte andere Farbe. Die soll jetzt so rumrennen, oder was? Warte doch mal. Ach, die trägt... Ich möchte alles wissen, was es hier so gibt. Die trägt ja auch was drunter, oder? Nein! Zurück, du kannst zurück machen, denk dran. Sieht nicht leicht aus immer noch. Also, ich hab da immer dran auszusetzen, wenn sie so auf der Straße rumläuft. Nein, so läuft sie nicht auf der Straße. Blusen. Blasen? Hat sie gerade Blasen gesagt? Sie hat Blasen gesagt, oder? Ich sehe das genau. Kannst du gleich sehen, da ist die Anzeige von der Helligkeit. Ja, ist klar, nicht? Da gibt's aber Kürze. Schön, dass ich 4 Monate eingeschränkt bin. Danke. Nein. Guck mal, das Kleidchen... Ne, ist egal. Das Kleidchen da unten links gefällt mir noch. Welches? Hi! Ah, ausgezogen. Scroll. Kurzkleid war es, glaube ich, wa? Da. Das linke. Ne, unten. Da drunter. Sieht doch schick aus. Das ist ein Abendkleid. Ah, wir sind ja noch... Ach. Ich bin die ganze Zeit schon bei Abend. Es kann übrigens auch mal vorkommen, dass die Dame das alleine spielt, dieses Spielchen beim Aufnehmen, oder ich das mal alleine spiele. Das soll kein Zwang sein. Natürlich werden wir auch mal zusammen öfter spielen, wenn das der Wunsch ist da draußen. Schatz, du bist aber immer noch nicht bei Abend. Ja. Aber bei hochhackige Schuhe. Ja. Problem damit? Na ja, gut, hab ich gesagt, dass ich ein Problem damit hab. Ich
brauche was Lilafarbenes. Die haben mir keine Ahnung. Nein! Oh mein Gott! Klick doch auf die Farben. Vielleicht hast du dann was Lilafarbenes. Ich sehe das doch hier unten. Oh, sorry. Hab schnelle Augen. Kein Absatz. So. Könnte kalt draußen werden. Zieh doch mal was Warmes an oder so. Stell dir vor, kommt ein Lüftlein runter und dann hast du aber kalten Ritz. Das gefällt mir. Ja? Ja. Ja! Wofür? Armbekleidung? Hm. Oh, das ist schön. Na, das gefällt mir. Das erinnert mich ja ein bisschen an die böse Hex von Ariel. Nur das Kleid, also nicht die Dame oder so. Ja, mir gefällt es gerade auch noch nicht so. Nee, vielleicht doch ein kurzes Abendkleid. Also ich freue mich schon richtig auf die ganzen Add-ons, das kann ich mal sagen. Das sieht alles nicht so abendmäßig. Das sieht nicht abendmäßig aus mit Schleifchen und so. Oh, ein Hellblau. Oder? Ja, ich glaube, ich nehme das. Das kleine Schwarze. Na, oh Gott, das wäre doch keine Strumpfhose dazu. Oh mein Gott, Strumpfhose. Ich bitte euch. Jetzt doch nicht zu dem Kleid. Natürlich nicht, weil das wäre ja dumm. Mhm. Ohrringe, Ohrringe. Kann sie keine Ohrringe. Was? Keine Ohrringe machen. Doch, kannst du. Du musst ins Gesicht gehen. Die gleiche. Sieht schön hübsch aus. Ja. Da kannst du Accessoires. Ah, gut. Ohrringe. Und Kinkerlitzchen. Oh, die Sport. Was der Tiefe. Bene? Strümpfe? Strümpfebene? Mm, schrecklich. Schrecklich? Huh. Mm. Plover. Wieso? Hauptsache Leggings. Die unten rechts passen doch voll gut. Das ist doch voll so 80s-Style. So. Das ist doch gerade wieder in, so hipstermäßig. So, hey. Na, dann nicht. Nein, nein. Schick, oder? Hätte ich jetzt kein Problem mit. Oh, abends? Kurze Kleider? Schlafanzug. Hey, okay. Ja? Vollkommen. Aber vielleicht ohne die Socken. Und Schuhe. Vielleicht andere Socken würde ich ranmachen. Kann man keine anderen Socken machen? Doch. Mach mal, du musst das Schlafanzug hier wegmachen. Leggings, Leggings? Leggings? Keine Ahnung. Nee. Leider keine Strapse. Also, Socken, also halterlose Strümpfe. Also, Strapse. Naja. Was ist das? Oh, Thrombosestrümpfe. Ah, hier haben wir sie doch. I know what you did there. Aber wir müssen die Farbe noch. Hier nochmal hier die Farbe. Nein, das ist so hell. Ach, ihre Hautfarbe habe ich noch gar nicht gemacht. Das ist sehr schick, ja. Ja, das hätte ich jetzt auch gewählt. Ja, hätte ich auch.
Ja, lassen wir so. Ach, wollen wir mit diesen Strümpfen eigentlich nicht schlafen? Ja, kann man. Schlafen tut. Ja, doch, tut man. Vielleicht wird sie auch jeden Abend ausgezogen. Ich weiß nicht, was sie für Charakter noch kriegt. Mit Glitzer. Ja! Glitzer! Oh, nee. Nee. Nein. Nein. Ja, nur die Farben müssen wir noch ändern. Hast du die Farbe auch verändert? Ja. Natürlich hat sie die Farbe verändert. Judy! Schuhe. Ja, mach die Schuhe weg. Oh, Stiefel. Nee. Ja, ist super, komm. Wirklich? Ja, ist wunderbar. Jetzt mach deinen scheiß Charakter. Nicht warte, ich wollte die Hautfarbe ändern. Körper. Körper? Da. Körper? Oh, Alter, was du alt machen kannst, ist ja schon ein bisschen eklig, nicht? So, vom Körper her. Du kannst auch dich tätowieren lassen noch. Tattoos. Irgendwie ein Delfin an den Fuß oder willst du da Laura einschreiben oder so? Will sie nicht. Schwein. So. Hast du jetzt die Hautfarbe verändert? Ja, ein bisschen. Oh ja, sehe ich. So. Merkmale. Oh ja, Baby. Psst. Mag keine Kinder. Was war mit dem, wir wollen uns nicht selbst anstellen? Nö, du kannst ruhig machen, du. Komm, sie ist materialistisch. Wir wollen uns ja nicht selbst erstellen. Dicker Money! Ja, okay, wer ist kein Genießer? Du bist doch letztendlich. Du bist zu schon Genie? Nein, ich bin kein Genie. Ich bin, glaube ich, vollkommen krank. Spinner. Ah, das wissen wir eigentlich. Was ist die Idee? Sportlich? Oder Vermögen? Oder. Achso, Love. Okay, Love, sorry. Du willst jeden Abend einen neuen aufreißen. Gucken wir, was bei Liebe alles gibt. Die große Liebe finden, aha. Jessin möchte sich ins Schlampe! Das heißt auf Deutsch Schlampe eigentlich. Wurde falsch übersetzt. Das rechte gefällt mir eigentlich. Okay, das linke natürlich auch, aber. Ja. Sind wir nicht alle irgendwo materialistisch? Das kriegt man dann dazu. Ach so. So, und dann noch ein Mischcharakter. Ja. Der ein bisschen, wie soll ich sagen, Alter, du hast doch keinen Namen, Madame Tyson. Wie Viona Tyson. Da oben hinklicken. Da? Nein. Da? Ja. Viviona? Ja. Viviona. Da kann ich da auch Nagellack machen. Sagen wir nein? Ich will's versuchen. Man kann's machen, ich weiß es doch. Echt? Natürlich kannst du Nagellack machen, was kannst du denn nicht machen? Geh nochmal auf Schminke, oder? Auf Körper? Ich weiß nicht, wo das war. Nein! Accessoires. Geh auf Accessoires. Ah. Accessoires. Dann mach das Ausgekleidung-Teil weg. Und jetzt scrollen wir. Lass mal Papa rein. Ein Nagellack. Das würden sie nicht vergessen, das glaube ich nicht. Was? So weit machen die nicht rein, ja? Jeden anderen Kack-Scheiß. Handschuhen? Vielleicht unter Make-up, hattest du das Make-up vorhin gehabt? Auf dem Gesicht. Du, ich trau den All zu. Kann man ja außerdem mal vergessen. Da?
Alter, da war es nicht mehr drin, wa? Nein. Okay, dann kein Nagel. Augen, Eyeliner, Wangen, Lippen, Gesichtsbemalung. Ach, ich habe noch keinen Gang. Ja. Und keine Stimme. Ja, genau. Ja. Aber ich möchte meine Alltagskleidung bitte anziehen. Geht das? Ja, fürs Foto ziehst du dich dann um. Ja, okay. Wo war das? Oder was? Ich will ja ein Foto von Heidi haben. Du läufst, okay, ich sag dazu nichts. Ich möchte natürlich auch dann, obwohl ich möchte schon ein bisschen besser auf dem Foto rumlaufen, muss ja nicht sein hier. So, dann dein Gang. Mein Gang. Ladies. Ha. Ja. Was ist das hier? Ulak Barbahoy. Queen of Reginelle. Sehr viel. Ich hoffe, es doppelt sich für euch jetzt nicht, weil wir haben natürlich die Lautsprecher an. Komm mit bei Yisha Rao. Soll ich Fresse haben oder was? Ich rede gerade mit den Zuschauern. Ja, ich will die sind gerade wichtiger. Wixa. Wissadib Sarpava. Maybe. Was schwei. Ja. Okay, nee. Hier. So, dann kommt noch die Missbildung. Mann, Frau. Mischung? Geht nicht. Aber wir können daraus gerne eine Mischung machen. Nein. Oder? Wir können doch machen, nee, komm, wir machen. Nee, ich hab lieber da. Nee, ich weiß nicht. Du hast lieber einen Kerl, wa? Ja, komm. Ey, pass auf. Nein. So, ich mach das hier ganz schnell und schmerzhaft. Darf ich sie wenigstens anziehen? Was? Willst du? Pando! Ja, du darfst sie anziehen. Schatz, aber du kannst nicht eine Frau mit männlichem Gang machen. Die wird doch irgendwie voll gemobbt. Was wird die? Eine Frau mit sehr männlichem Gang wird gemobbt. Können wir einen normalen Menschen erstellen? Boah. Entweder Männchen oder Weibchen? Ohne Hängebrüste. Okay, sorry. Oh mein Gott. Normal? Nein. Oh Gott, das ist gesundes Mittelmaß. Plavar! Die sieht jetzt nicht operiert aus oder so. Ich glaube, ich muss nochmal kurz Algorithm korrigieren. Give it to me! Rashu Manuba. Wie willst du sie nennen? Wissadib Sarpava. Lass mir stellen nicht so viele Fragen. Ja, damit können wir arbeiten. Damit kannst du arbeiten? Ja. Gut.